Lass zusammen. Ja, mal ein neues Video und zwar ein kleines Video über ein kleines süßes Pet. Und zwar gibt es seit dem Patch ein neues Pet, ein neues Haustier, was ich natürlich euch allen zeigen möchte. Der eine oder andere kennt es bestimmt schon, aber der eine oder andere nicht. Und deswegen fliegen wir jetzt einfach mal gemeinsam dahin. Und zwar gibt es dieses Pet in Winterquell zu kaufen, in der ewigen Warte. Ihr solltet natürlich nicht den Titel Blutsegeladmiral haben und verfeindet sein dort bei den Goblins, weil sonst ist schlecht. Sonst kommt ihr da nicht hin. Vielleicht habt ihr ja noch einen Twink oder so, dass der da das kaufen kann für euch. Ihr solltet auf jeden Fall 50 Gold dabei haben. Weil das Pest kostet so viel. Ich glaube, bei den Gilden, die schon Level 25 sind, kostet das Pet, glaube ich, nur noch 35 Gold oder so. Und ja, ich glaube, ja, ich glaube es. Ich bin mir aber nicht sicher. Ich meine, ich habe es gelesen. Ja, ihr fliegt einfach Winterquell, wie ihr schon seht. Da, 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 da. Fliegt dann einfach zur ewigen Warte. Und dort steht ein NPC im Gasthaus, der den Kleinen verkauft. Wir fliegen da jetzt mal ganz in Ruhe hin. Meine Frage ist auch gleich schon, wollt ihr sowas öfters mal haben, dass ich euch Pets vorstelle, Haustiere, die man irgendwie bekommen kann durch Questen oder irgendwo kaufen kann, die man nicht unbedingt alle kennt oder so, dann schreibt es doch mal in die Kommentare und sagt mir, was ihr darüber denkt. Gut, wir sind jetzt hier auch schon in der ewigen Warte angekommen. Ihr seht es, ja, einfach mal absteigen hier und dann gehen wir ins Gasthaus. Nicht wundern, ich spiele auf dem PvP-Server, also bin ich immer PvP gemarkt. Und da steht sie, Michelle Derum. Oder Derum, ja. Ich glaube, diese Spielerin, es gab, glaube ich, mal eine Spielerin, die so ähnlich hieß, die, glaube ich, alle Haustiere, die es gibt, gesammelt hat und deswegen hat WoW dies eingepatcht. Ich könnte mich natürlich korrigieren, wenn ich jetzt falsch liege, aber ich meine, ich habe so etwas gelesen und recherchiert natürlich darüber. Natürlich sagt sie, ihr könnt mich davon überzeugen lassen, eins abzugeben, wenn ihr verspricht, dem Jungen ein gutes Zuhause zu geben. Natürlich geben wir ihm ein gutes Zuhause. Ja, bereits bekannt natürlich bei mir. Ich habe mir das kleine Ding natürlich schon geholt. Ganz klar. Ich kaufe mir jetzt trotzdem eins, weil ich glaube, ein Twink von mir hat es noch nicht. Und dann kaufen wir es einfach mal. Nicht wundern, bei mir öffnet sich hier das alles doppelt. Ich muss manchmal noch mal ein bisschen mein UI einstellen. So, da haben wir natürlich das kleine Pet drin, wie man sieht. Wir machen jetzt einfach mal, ich zeige euch das jetzt einfach mal. Haustiere. Ich habe mit dem Char nicht so viele, weil das mal einfach nur ein Twink war. Da beschwören wir das Kleine. Und da ist es. Also es ist weiß, beziehungsweise so ein bisschen violett angehaucht. Wir gehen jetzt mal hier raus. Ne, so violett angehaucht ist es ein bisschen. Ach, komm nicht so nah, ich will dich doch zeigen. So, da ist es. Ja, eigentlich ein ganz süßes Haustier. Ich finde es eigentlich recht schnuckelig. Mal was anderes als so eine, ich sag mal, normale Katze. Ja. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Hoffe, dass es noch nicht so viele wissen und ich euch da ein bisschen was zeigen konnte. Ja, und wie gesagt, in die Kommentare schreiben, ob ihr die Idee gut findet. Ob ihr da das öfters möchtet, dass ich euch sowas zeige. Ja, ansonsten war es das wieder von mir. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende und dann sage ich mal bis dann. Bye bye.